Der Moment, als Vegeta gegen Kid Buu nicht aufgeben wollte. Was für ein epischer Moment. Und damit begrüße ich euch zu einem weiteren Thema-Video, wo ich einfach über eine Szene rede, auf die ich einfach Lust habe. Diese wurde mir vorgeschlagen und ihr könnt natürlich auch gerne in den Kommentaren weitere Vorschläge machen. Es muss sogar nicht unbedingt aus Dragon Ball Z oder so sein. Es kann aus einem Film, einer Serie oder einem anderen Anime sein. Und wenn mir der Vorschlag gefällt, dann nehme ich diese natürlich auch. Natürlich muss ich den Film, Anime oder Serie auch geschaut haben, aber das beantworte ich euch dann natürlich in den Kommentaren, ob ich den dann gesehen habe oder nicht. Ganz wichtig dabei ist aber eine Szene, keinen kompletten Kampf oder so. Es wäre wie immer sehr nett, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet und gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus, sei es nur ein Herz in die Kommentare. So, dann wollen wir aber mal anfangen. Ich habe mir die Szene sogar eben gerade nochmal angeschaut und sie ist halt einfach so episch. Kid Buu sieht sich schon als Sieger, aber man hört dann Vegetas Stimme und Kid Buu, er merkt, der ist immer noch nicht besiegt. Vegeta steigt langsam aus dem Krater heraus, Kid Buu schaut in seine Richtung und er ist einfach geschockt. Ich habe Dragon Ball Z natürlich komplett geschaut, ich kenne es auswendig, aber ich kenne natürlich jetzt nicht jede einzelne Szene auswendig. Aber ich glaube, das war wirklich die erste Szene, wo Kid Buu mal wirklich ein bisschen Angst hatte. Vegeta sagt, er gehört nicht mehr zu der Welt der Lebenden. Weißt du, wer ich bin? Ich bin Vegeta! Und daraufhin verwandelt er sich zum Super Saiyajin und es sieht halt einfach so episch aus. Was es aus meiner Sicht auch noch epischer macht, dass er halt einfach voller Blut ist und er kennt einfach kein Aufgeben. Das gibt einfach so heftige Nostalgie-Kicks von Vegeta von der Saiyajin-Saga. Weil dort war Vegeta ein absolutes Monster, das eine Sache nach der anderen weggesteckt hat. Von Son Goku die dreifachen Kaioken, die vierfachen Kaioken, die Genki-Dama, ein Schwerthieb von Yajirobe gegen Son Gohan, als Zaru konnte er noch halb tot kämpfen. Und dieser Vegeta, der einfach gegen Kid Buu nicht aufgeben will, gibt halt einfach so unglaubliche Nostalgie-Kicks. Vegeta nach der Saiyajin-Saga hat dann irgendwie gar nichts mehr ausgehalten. Besonders hat man das ja echt gesehen gegen Zabon in seiner Monsterform. Der hat da übelst auf die Fresse bekommen und war einfach so schnell besiegt. Da dachte ich einfach nur damals, WTF. Gegen Rikuma hat er natürlich auch übelst kassiert und war sehr schwer verletzt. Aber da konnte er echt nicht mehr so weiterkämpfen wie in der Saiyajin-Saga. Und da war er sogar noch schwerer verletzt. Was bei der Kid Buu-Szene aber wiederum ein bisschen schade ist, es kommt diese epische Vegeta-Szene und danach kriegt er halt einfach nur übelst wieder auf die Fresse. Das ist halt leider echt ein bisschen schade und macht die Szene leider wieder ein klein bisschen runter. Trotzdem bleibt diese Szene so episch. Ich bin Vegeta! Ach, diese Szene ist halt einfach Gold wert, so wie die goldenen Haare von Vegeta als Super Saiyajin. Man sieht einfach Vegetas ganzen Stolz, dass er nicht aufgeben will. Und ich mag solche Charakter und allgemein solche Szenen, wo der Charakter einfach nicht aufgeben will. Selbst wenn er schon halb tot ist, nein, er kennt kein Aufgeben, er will weitermachen. Wie steht ihr aber zu dieser Szene, Leute? Schreibt es mal unbedingt in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Wie im Video gesagt, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr noch weitere Szenen habt, über die ich so reden soll, schreibt sie in die Kommentare.